erwischen. Du da, Däne, komm und lass dich retten. Ist das nicht leid, die ganze Zeit rum? Willkommen, Heide. Lobe... Mein Schiff wird nicht von deinem... Unterlasse deine Blasphemie. Und wie willst du mich dazu... Gottesfurcht ist unsere Waffe. Die einzige, die wir brauchen. Deine Drohungen sind meinen Arsch... Das werden wir sehen. Gottes Volk wird dich töten! Falsch gedacht, Schwester. Ich sterbe heute nicht. Nur tote Ungläubige sind gute Ungläubige! Mehr hat euer Gott nicht zu bieten? Die Leute verehren auch jeden heutzutage. Gottes Volk! Oh nein! Du Monster! Wie konntest du? Sie war so süß! Toll. Jetzt muss ich mir jemand anderen suchen, der mir sagt, was ich tun soll. Hilf mir, sei meine Augen. Jetzt, Krieger! Ich brauche hier drüben Hilfe. Ich brauche hier mal Hilfe! Kurz her! Los, ich brauche hier Hilfe. Ich schaffe das nicht allein. Oh.
Ich brauche Unterstützung! Ich brauche Hilfe! Wir müssen nur zugreifen! Hey, hierher! Ich brauche Hilfe! Hey, komm mal kurz her! Hey, ich schaffe das nicht allein.
Hier! Vorungur okkar frækinn.
Mehr Segel! Segel!
Was ist das? Ja! Thank you.
Ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Oh, hallo. Was bietest du heute? Hast du schon unsere Truppe? Nun muss ich... Geh mit deinen... Ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Also, diese Geschichte trug sich vor... Ulfi, schön dich zu sehen. Da bist du ja. Ich habe etwas für dich. Eine, ja, seltsame Nachricht. Du hast etwas für mich? Worum geht es? Ein Brief. Man erbittet deine Anwesenheit im Südwesten, in einem Dorf namens Ethelney. Nun, ich werde oft gerufen. Was ist daran so besonders? Mich wundert nicht der Empfänger, sondern der Absender. Die Nachricht wurde mit armer Mitstreiter Christi signiert. Ah, unser geheimnisvoller Helfer. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre Basim, der uns die Namen dieser Ziele übermittelt. Das schien mir das Wahrscheinlichste. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Vielen Dank, Heiter. Ich kümmere mich darum. Eine Freude, dich zu sehen, Eivor. Hampton Shear ist gefallen und mit ihm das Königreich Westsexe. Doch der Preis war hoch, vielleicht zu hoch für das, was wir erhielten. Ruh dich aus, das hast du dir verdient. Zu viele mussten leiden. Die Zeit wird zeigen, ob es das wert war. Ich sollte gehen.
Geschichte trug sich vor langer Zeit in einer Oase in der Wüste zu. Ort voller Geheimnisse und Wunder. Am Tempel eines verborgenen Gottes. Der Wächter dieses Tempels war ein stolzer Mann. Stolzer Mann von königlicher Natur, auch wenn er kein König war, ein Beschützer. Unter uns, Eivor, ich fand schon immer, dass du einen Clan anführen solltest. Brigitte und du, wann wollt ihr euch vermählen? Je früher ich sie zu meiner Frau mache, desto glücklicher werde ich sein. Aber wir können warten, bis sich hier alles beruhigt hat. Ich muss mich um ein... Wir werden bereit. Ich muss leider... Bis zum nächsten Treffen.
Hilfe. Alles in Ordnung? Ja, hallo. Ich wollte eigentlich nicht stören, aber ich suche jemanden. Und wer soll das sein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann gut sein, dass du ihn deshalb nicht findest. Du kannst dich aber gerne hier umsehen, wenn du willst. Ich danke dir. Das sind Seelenkuchen, mein Herz. Weißt du, was das ist? Und ob. Ich liebe sie. Sie sind ziemlich klein, gerade so groß wie eine Faust und verbrennen schnell. Also gib gut Acht. Und die Butter, soll ich sie bestreichen? Das musst du nicht. Die Butter brauchen wir fürs Abendessen. Ich freue mich darauf. Also dann werde ich sie dir überlassen, falls du mich brauchst. Ich bin gleich nebenan. Ein herber Rückschlag gegenüber deinem letzten Posten, Herr. Als Ihr Gast habe ich eingewilligt, bei der Hausarbeit zu helfen. Sie bieten mir ein Bett, ich bewache die Kuchen. Kommt es Ihnen nicht seltsam vor, Ihrem König Befehle zu geben? Oder wissen Sie es nicht? Das Wissen würde niemandem etwas bringen. Ich las deine Nachricht. Du hast keine Mühen gescheut, um dich selbst als dieser arme Mitstreiter Kesti zu verschleiern. Wenn ich mich recht entsinne, hast du dir sogar selbst einen Brief in Winchester geschickt. Ziemlich gerissen. Der Orden wollte meinen Tod. Ich musste vorsichtig sein. Du sagtest damals, du wüsstest nichts vom Orden. Du hast dich dumm gestellt. Und doch wusstest du alles. Ihre Namen, ihre Pläne. Gehst du ein paar Schritte mit mir? Du siehst gut aus, Eivor. So fühle ich mich auch. Die Kriege sind vorbei und meine Siedlung gedeiht. Die Kriege sind nicht vorbei. Du hast nur aufgehört zu kämpfen. Doch Menschen schmieden weiter Pläne in den Methallen und Schlafzimmern. Du wirst sehen. Und wie geht es dir, Elfred? Gewöhnst du dich an den Gedanken, nichts Besonderes zu sein? Mir geht es gut. Viel besser als gedacht. Dieses Exil hat mir eine Art beruhigenden Frieden gebracht. Jeden Morgen wecken mich die Sonnenstrahlen und die Kormorane. Ich bade im kalten Sumpfwasser, esse von Sträuchern und trinke aus Eimern. Ein wahrlich gutes Leben. So einfach. So selig. Ich war noch nie so weit im Westen. Ich finde es äußerst friedlich hier. Beruhigend. Ich kam einen langen Weg für diesen einen Namen, Elfred. Wer ist der Großmagister des Ordens? Sag deinen schattenhaften Freunden, Englerland wäre gesäubert. Du bist fertig. Du. Ich wollte den Titel des Großmagisters nicht. Er fiel mir nach dem Tod meines Bruders zu. So wie ihm von meinem Vater. Schänder von Gottes Erhabenheit und Würde. Ich war ihr Meister. Und ich verabscheute sie. Mit Godwin brachte ich einen Plan ins Rollen, den Orden von innen zu vernichten. Doch mein Ärger mit den Dänen verzögerte diesen Plan. Aber dein Ärger mit diesem Dänen führte zu ihrem Untergang. Du bist aus Nordwege, oder? Du hast ein gutes Ohr. Ich schulde dir meinen Dank, Eivor. Der Schlüssel zu meiner Schreibstube. Den hast du dir verdient, damit du verstehst, wie viel Gutes du getan hast.
Da der Orden nun zerschlagen ist, bereitest du den Weg für eine größere Idee, die seinen Platz einnehmen wird. Ein allumfassender göttlicher Orden, beflügelt durch Gott für die Erneuerung der Menschheit. Mit einem armen Mitstreiter an der Spitze. Du rettetest Englerland. Ganz gleich, ob es deine Absicht war. Und jetzt lass Englerland dich retten. Englerland gibt es nicht mehr, Herr. Du bist der letzte seiner Könige. Und doch hast du kein Königreich. Sieh dich um. Gottes Werke sind wunderbar. Niemand kann sie leugnen oder ihnen widerstehen. Mit der Zeit werden all die aufblühen, die Gott anerkennen. Und alle, die ihm trotzen, werden vergehen. Solltest du in Englerland bleiben, wirst auch du eines Tages ein Untergebener. Oh, verflixt. Die Kuchen sind verbrannt. Wo steckt dieser Mann? Junger Mann, wo hast du dich verkrochen? Mist. Jetzt werde ich wieder Laken waschen müssen. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, Eivor. So Gott will, begegnen wir uns vielleicht als Herrscher. Ich komme, gute Frau. Hier bin ich. Alfred gab mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube. Sie ist irgendwo in Winchester. Oh, Grundgütiger. Sieh sie dir an, kleine Rußhäufchen. Gute Frau, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Sei's drum. Lass sie abkühlen, dann versuchen wir es erneut. Weise mich nur an und ich gehorche.
Ich bin in der Nähe des Afina bei Ulchtun. Elfred erwähnte, dass hier die Schlacht mit Ober stattfand. Ober. Elfred hatte also recht. Mögest du deinen Bruder treffen, alter Freund. Wo immer er seine letzte Ruhe fand. Ruhe in Frieden, mein Freund. Diesen Wachen entgeht nichts. Ich sollte mit Heitam sprechen.
Ape malale complexiones. Das ist sie, Alfreds Schreibstube. Welche Geheimnisse er hier wohl versteckt. Es war ein stolzer Mann von königlicher Natur, auch wenn er kein König war. Ein Beschützer heiligen Wissen. Nimm nur Heiter.
Die letzten Siegel des Ordens. Du findest unter ihnen noch König Elfreds. König Elfred? Führte dich unser armer Mitstreiter zu seinem Versteck? So war es, denn sie waren ein und derselbe. Unser armer Mitstreiter Christi war der Großmagister des Ordens der Ältesten. Er wandte sich gegen seinen eigenen Orden? Faszinierend. Er zerstampfte sie eher. Seine Hingabe für Christus und was er den allumfassenden Orden nennt, machte ihn von Anbeginn zu ihrem Feind. Er verabscheute den Titel und die Pflicht, die er geerbt hatte, zutiefst und wollte sie vernichtet sehen. Wundervoll. Durch sein Abdanken wurde die letzte Festung des Ordens niedergerissen. Was bleibt, sind verstreute Fetzen. Und du, Eivor, nun, da du unseren Feind gesehen und unsere Sache verstanden hast, willst du dich uns vielleicht anschließen und Teil der Verborgenen werden? War das dein heimliches Ziel, Heitam? Eine Feuerprüfung? Das Angebot ist sehr freundlich, aber ich glaube, wir kämpfen für Unterschiedliches. Euer Credo verlangt, dass eure Siege verborgen bleiben. Ich trage meinen Ruhm lieber für alle zur Schau. Wenn ich dich unser Credo lehrte, du Zeit damit verbrächtest, würdest du deinen Geist vielleicht für anderes öffnen? Eine andere Sicht ist immer willkommen. Aber ein Leben ohne Ruhm, Ehre und Erfolge zu feiern, ist für mich nicht lebenswert. Doch sei dir gewiss, ich würde ohne Zögern mein Leben für jene geben, die ich liebe und die mich zurücklieben. Für alle hier. Auch für dich, mein Freund. Ich verstehe dich gut, Eivor. Sehr gut sogar. Der Wächter dieses Tempels war ein stolzer Mann von königlicher Natur, auch wenn er kein König war. Ein Beschützer heiligen Wissens. Uralte Schriften las, um ihnen die Geheimnisse der Wüste zu entlocken. Die beiden hatten ein... sie all ihre Fähigkeiten und ihr Wissen weitergeben wollten. Als Verkörperung... Eivor! Was ist denn? Brigitte und ich dachten, da sich jetzt alles beruhigt hat, könntest du vielleicht einen kleinen Augenblick finden und... Ihr wollt vermählt werden? Ja, miteinander. Das dachte ich mir. Gunnar, dich so vorzusehen, ist mir eine Freude. Und euch zu verheiraten, eine Ehre. Soll ich Freunden in der Ferne die Kunde bringen? Ich bin ehrlich, Eivor. Ich kam mit euch allen hierher, weil mich nichts und niemand dort hielt. Der Rabenclan ist die einzige Familie, die ich brauche. Und Brigitte auch. Nach dem, was sie gesagt hat, geht es ihr hier besser als bei denen, die ihres Blutes sind. Wir sind wie ein paar Findlinge. Kümmern wir uns also nicht um den Brauch. Wenn du Braut und Klinge hast, vermählen wir euch. Als Jarl tue ich das mit Freuden. Brigitte und du, wann wollt ihr euch vermählen? Je früher ich sie zu meiner Frau mache, desto glücklicher werde ich sein. Aber wir können warten. Genug gewartet. Lösch das Schmiedefeuer und bedecke den Amboss. Jetzt wirst du vermählt. Wundervoll. Sollen wir alle versammeln? Du holst deine Frau und deinen Mut. Ich hole die Leute zusammen. Gunnar, Brigitte, es ist mir eine Ehre, an diesem wundervollen Tag vor euch stehen zu dürfen. Wir feiern euer starkes Band und eure Hochzeit. Ich sehe vor mir eine Liebe, die mitreißend ist und stark. Ich möchte euch nun bitten, euren Schwur zu leisten. Liebste Brigitte, ich überreiche dir diese Klinge. Sie wurde in Flammen geschmiedet, die hell lodern, wie meine Liebe zu dir. Die Klinge ist scharf, wie dein Verstand, und schimmernd wie deine Schönheit.
möge ihr Klang der Süße deiner Stimme in meinem Ohr gleichkommen. Dio, sie hat wieder Kari Ziganar. Wenn er am Glück ist, wurde wieder Dora hier zu Tien Hariat. Und ich dich. Ich gebe dir mein Schwert und das Versprechen, für alle Zeit an deiner Seite zu stehen. Hied wie die Bredeutio am Future hin. Es ist so Tauerloch in Hope, a premonition. Und dem Mount aus Greien a Foresight para Teufi a sweeping adventure mieten sie. Tiur enoid fel dim arall, a dyn a strong a bwret i chi, ac fel as i ffys, mae'r calon yn hedfan dyr y tŷ. Wie poetisch, liebste. Ich fang gleich an zu weinen. Es ist hedfan efo'n gilydd, trwy bywyd yn beyond. Ich gebe dir diesen Ring und nehme deinen an. Ich werde ihn mit Stolz tragen. Erfüllt von der wärmenden Liebe einer perfekten Frau. An I gwisgo fe fel calon, adoration a fydd am byth. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Umarme mich, Liebste. Unser Paar hat den Bund der Ehe besiegelt. Darauf trinken. Komisches Gefühl, Bruder. Hochzeiten sind der Anfang von etwas. Doch das hier fühlt sich an wie ein Ende. Die erste glückliche Vermählung in unserer neuen Heimat. Wir sind gereift und herangewachsen. Also ja, ein Anfang und ein Ende, schätze ich. Am besten war der Teil, wo sie sich die Schwerter überreicht haben. Ich werde niemals heiraten. Wenn ich ein Schwert habe, behalte ich es. Oh. Valka, ich wollte dir danken für alles, was du für mich getan hast. Meine Visionen haben nachgelassen und... Nun, es ist schwer zu erklären, aber ich fühle mich anders. Geerdet. Geeint. Im Reinen. Das freut mich zu hören, Eivor. Das freut mich sehr. Alvis! Ich bin überrascht, dass du Braut und Bräutigam nicht mit ein paar Versen beglückt hast. Oh, das hätte ich gerne. Doch alles, was mir einfiel, waren Spott und Sticheleien. Nächstes Mal vielleicht. Brigitte, ich überbringe dir einen Willkommensgruß unseres Clans und unserer Familie. Du bist nun ein Teil von Gunnars Leben und von unserem. Diolch, Evior. I couldn't be more happy to be here. Hope you now will see well in the case of Misha the years. Ja, natürlich. Ich... Wie gesagt, schön, dass du bei uns bist. Gunnar, alter Fischkopf. Du bist verheiratet. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erlebe. Ich auch nicht. Dabei habe ich so oft versucht. Ich werde schon zu bringen. Du bist jetzt schon eine Weile bei uns, Reda. Bist du bereit, dich niederzulassen? Wurzeln zu schlagen? Für ein Jahr oder zwei vielleicht. Aber ich bin kein Nestbauer. Eher ein Wanderer. Stets suchend, nie findend. Wer weiß, eines Tages... Radon,
Und wie sind die Hochzeitsbräuche in deiner Heimat, Heitern? Ähnlich wie diese? Fast jedenfalls, in allen wichtigen Aspekten. Es wird gelächelt, gelacht und umarmt. Und das ist alles, was man braucht, glaube ich. Randvi, du sahst einsam aus. Da dachte ich mir, ich leiste dir Gesellschaft. Wie nett von dir. Genießt du die Feier? Aber ja, wer hätte gedacht, dass je eine Frau den kauzigen Gunnar für sich gewinnen kann? Nun ja, ich glaube, er war leichte Beute, auch wenn ich nicht schlau aus ihm werde. Aber ich freue mich für ihn und über eine Verschnaufpause für uns alle. Nach allem, was war, haben die Leute ein paar Tage der Ausgelassenheit bitter nötig. In der Tat. Kommst du ein Stück mit mir? Wohin du willst. Geh nur vor. Eine Sache will mir schon seit geraumer Zeit nicht aus dem Kopf. Ich bin keine Seherin, aber ich habe diesen Tag lang vorher geahnt. Nicht Gunnars Hochzeit, aber unsere Situation, unseren Erfolg. Was meinst du mit Erfolg? Ich habe gesehen, wie unsere Siedlung durch unsere Siege in den Schlachten und durch Verhandlungsgeschick aufblüht. Und seit dem Tag, an dem wir Nordwege verließen, wusste ich, dass du Sigurd an Führungskraft übertreffen würdest. Es lag nie in seiner Natur, Menschen zu führen. In deiner allerdings schon. Verstehe. Wirklich? Du hättest mich warnen können. Du hättest nicht auf mich gehört. Stimmt. Ich hoffe, du siehst es jetzt, nach allem, was du für uns getan hast. Randvi, du und all die Leute hier, ihr habt mehr für mich getan, als ich je zurückgeben kann. Dein Vertrauen ehrt mich, ebenso wie deine Zuversicht. Genau wie mich deine Liebe ehrt. Ich danke dir. Eivor, ich wollte dir nur sagen, dass Sigurd und ich... Wir lösen den Bund unserer Ehe. Uns verbindet eine unerschütterliche Liebe, die ein Leben lang halten wird. Aber mein Herz gehört nur dir allein. Das weiß er. Und ich glaube, er freut sich für uns. Bist du sicher? Sigurd sehnt sich nach etwas, das keine Frau und kein Mann ihm bietet. Er ist auf etwas Größeres aus, das nur er selbst finden kann. Wonach er sich sehnt, ist weit, weit weg. Was ich brauche, ist gleich hier. Sollen wir gemeinsam zurück zur Hochzeit gehen? Brigitte hält vielleicht noch eine Rede, die dürfen wir nicht verpassen. Wo wir gerade dabei sind, schon seit Gloucester Shire verstehe ich kein einziges Wort von ihr. Ach ja? Ich finde, sie drückt sich schön aus, beinahe poetisch. Ist das ein Scherz? Meinst du? Komm, wir sollten gehen. Die Elder holt von Bella Grüte aus.